Also vorstellen muss ich mich nicht mehr. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich will meinen Vortrag mit einer kleinen Geschichte beginnen. Das haben Sie sich schon gedacht wahrscheinlich. Was machen Zebras hier? Wenn man sich das Bild so anschaut, sieht man Zebras, schwarz-weiß. Wir als Menschen würden jetzt sagen, alle sind gleich. Und hätten natürlich auch unsere Schwierigkeiten, die entsprechend zu unterscheiden. Das liegt aber daran, dass wir jetzt nicht so affin für Zebras sind. Es gibt da einen anderen, der deutlich mehr Affinität gegenüber dem Zebra hegt, ist der Leopard. Wenn man diese Situation sich bildlich vorstellt, man hat eine Herde von Zebras und es ist ein Leopard, der Hunger hat, was macht er? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, wenn man jung, dumm, unerfahren, keine Ahnung vom Business hat, springt man in diese Herde hinein, die Zebras stieben auseinander und wenn man Glück hat, erwischt man vielleicht mit einer scharfen Kralle den Hinterlauf und man hat ein Zebra. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man mit dieser Art und Weise ad hoc diese Jagd zu beginnen, ohne Vorkenntnisse zu haben, Erfolg hat. Der kluge Leopard beobachtet. Der kluge Leopard schaut sich die Herde an. Für uns vermeintlich alle gleich, aber der Leopard weiß, ist es ein Alpha-Tier, ist es ein Beta-Tier, ist es eine Mutter, ist es eine schwangere Mutter, ist es ein Jungtier, ist es krank und so weiter und so fort. Er weiß ganz genau, in seiner Zielgruppe Merkmale richtig einzuschätzen. Er weiß ganz genau, was er tun muss, um aus dieser Homogenität der Zebras eins rauszuholen, das er bewusst auch jagen kann. Wenn der Leopard das alles im Kopf hat, erscheinen ihm die Zebras in einer anderen Art und Weise. So individualisieren kann der Leopard, sobald er sich mal Informationen darüber verschafft hat, wie die Herde in Wirklichkeit aufgebaut ist. Das war jetzt eine kleine Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt wird, die wird am Schluss noch zu Ende erzählt, aber ein kleiner Einstieg in die Thematik CRM, weil der Vorteil gegenüber dem Leopard, den Sie haben, ist, dass der Leopard jedes Mal, wenn er eine neue Zebraherde sieht, es neu beginnen muss. Er kann es zwar in einer bedingten Art und Weise vorher abspeichern, aber letztendlich muss er immer wieder das neu beginnen. Was Sie machen können, Sie können das Ganze ins CRM abspeichern. Sie können diese Informationen über Ihre Zielgruppe in einem CRM platzieren. Wir haben gerade 4 Stunden Workshop hinter uns gebracht und haben als allererstes mir auch zum Thema CRM uns Gedanken darüber machen müssen, ob wir denn hier alle das gleiche Verständnis für CRM haben. CRM ist ein riesengroßes Feld, das da beginnt, da endet und ich glaube, wenn ich jeden Einzelnen hier durchfrage, wird jeder was anderes von CRM behaupten. Ist auch nicht schlimm, ist tatsächlich so, dass das Feld unwahrscheinlich weitläufig ist. Ich möchte aber trotzdem hier auf ein bestimmtes Thema oder zumindest auf ein bestimmtes Verständnis eingehen und CRM jetzt mal in 3 Gruppen einteilen. Das müssen Sie sowieso machen für Ihre, sagen wir mal, Entscheidung oder für die Zukunft. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, was will ich denn mit CRM? Was habe ich denn für einen Nutzen davon? Was will ich damit erreichen? Was bringt mir das? In welchem Bereich bringt mir das? In welchem Unternehmensbereich nutzt man CRM? Diese ganzen Daten und alle ganzen Informationen müssen Sie im Vorfeld sammeln, um dann letztendlich zu entscheiden, was Sie mit CRM überhaupt machen. Ich habe mir jetzt erlaubt, ohne Anspruch auf tatsächliche Korrektheit, diese 3 Felder mal zu bestimmen. Das ist einmal der Vertrieb, das ist einmal die Betriebswirtschaft und das ist einmal das Marketing. Das sind auf jeden Fall 3 Bereiche, in die CRM auf jeden Fall Einfluss haben muss. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber die 3 habe ich mir jetzt mal rausgegriffen. Vertrieb, Betriebswirtschaft, Marketing. Das sind auch diese Bereiche, die wahrscheinlich an einen Tisch zu bringen sind, wenn es sich um eine Lösung handelt und diese Lösung dann letztendlich ausgerollt werden soll. Das kann man aber auch anders machen. Nur Marketing, nur Betriebswirtschaft und nur Vertrieb. Sie sehen aber durch die Schnittmengen, die da auch gegeben sind, klare Verknüpfungspunkte. Und die müssen Sie berücksichtigen. Wenn das Marketing entscheidet, ein CRM einzuführen, dann muss es berücksichtigen, dass der Vertrieb davon profitiert und dass die Betriebswirtschaft, vor allem das Controlling, da auch Einfluss nehmen möchte. Genauso ist in den anderen jeweiligen Bereichen, man muss, wenn man sich in diesem Umfeld des CRM befindet, Unternehmensbereiche identifizieren im Unternehmen, die alle damit zu tun haben. Und das sind ganz schön viele. Ich habe mir jetzt mal die üblichen Verdächtigen herausgegriffen, die man so kennt. Vielleicht auch nicht.
Aber Sie haben zumindest mal eine gewisse Übersicht von CRM-Systemen, die im Internet zu finden sind. Ich weiß nicht, ob einer der Softwareentwickler oder Dienstleister von einem dieser sagen wir mal, Produkte auch da ist. Er wird sich vielleicht auch eher mal in der Mitte sehen, um alles abzudecken. Ich habe das auch nicht unbedingt auf absolute Korrektheit richtig platziert, aber Sie müssen sich vorstellen, dass jedes CRM so seine Stärken und seine Schwächen hat. Überall gibt es einen Fokus und an manchen Stellen gibt es dann auch Schwächen. Ich nehme nur mal Salesforce raus. Salesforce ist bekannt. Wer kennt Salesforce? Salesforce ist ein gutes Tool. Es geht hier auch nicht um die Technologie. Es geht einfach nur um die Tatsache, dass CRM auf unterschiedlicher Ebene unterschiedlich verstanden wird. Salesforce ist ein Tool, in dem man sehr gut Leads, Hot Leads, Interessenten in eine Vertriebsstruktur einbinden kann. Man kann Protokolle schreiben und so weiter. Man kann Dokumente zuordnen. Sehr vertriebslastig. EasyJob, kennen wahrscheinlich weniger, ist eine Software für Agenturen, auch Adressdaten drin, die aber ganz stringent der Betriebswirtschaft folgen. Ganz klar, hier wird nur Controlling gemacht, Angebote geschrieben und auf den Abonnenten hin Umsatzvolumen und Forecasting betrieben. Und die anderen befinden sich irgendwo da drin. Wie gesagt, es muss nicht absolut korrekt sein. Wenn jemand jetzt von CAS, Genesis World, hier sitzen würde, könnte auch sagen, halt, also unser schiebt sich noch ein bisschen weiter rüber oder wo auch immer hin. Man muss sich aber auf jeden Fall gewahr werden, dass es kaum ein CRM-System gibt, das mehr oder weniger diese eierlegende Wollmilchsau darstellt. Das gibt es definitiv nicht. Wir haben auch eins, muss ich auch noch dazu sagen, wir sind sehr stark und stringent ins Marketing gerückt, weil wir eigentlich auch aus einer ganz anderen Ecke kommen. Aber wir sind auch ein Dienstleister, der Adressen zu verwalten hat. Das ist einfach unser täglich Brot. Wir sind eine E-Mail-Marketing-Agentur und haben die Notwendigkeit gesehen, ein eigenes CRM aufzusetzen, das komplett marketinglastig ist. Es reicht ein bisschen in die Betriebswirtschaft rein, wegen einer ROI-Berechnung, aber grundsätzlich sehr marketinglastig. Was alle CRM-Systeme gemein haben, sie brauchen und verwalten und speichern Adressen. Alle. Also das Adressdatum ist schon mal die Grundlage eines CRM-Systems. Ich habe hier jetzt mal ein Bild aufgezeigt, da kommen wir immer wieder mal in die Diskussionen, wo es dann heißt, ja, wir verwalten Adressen, alles schön und gut, da haben wir eine Excel, da haben wir noch eine Access-Datenbank, da haben wir den Online-Shop und so weiter und so fort, wo ich dann sage, jetzt passen Sie mal auf, setzen Sie sich mal hin, machen Sie sich mal genau darüber Gedanken, wo denn Ihre Adressen alle liegen und wo sie alle herkommen und wie Sie sie generieren. Und wenn Sie generierte Adressen haben, wie werden daraufhin Profile noch verbessert? Es muss nicht immer nur Adressgenerierung sein, es kann auch sein, dass die Adressen schon da sind, aber es gibt einen Bereich in Ihrem Unternehmen, das es schafft, über einen bestimmten Prozess das Profil anzureichern. Und dann heißt es, ja, so viel werden das ja nicht sein, 2, 3 haben wir. Und ich garantiere Ihnen, in jedem Unternehmen 15 Areale zu finden, in denen Adressen entweder generiert werden oder verbessert werden. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Mal hierhin gezeigt. Das ist auf jeden Fall mal die Website mit all den Responsive-Elementen, mit all den Formularen, mit all den Telefonnummern, den Möglichkeiten, sich dann entsprechend Ihnen gegenüber zu äußern. Wir haben den Newsletter. Der Newsletter wurde vorhin auch angemerkt, halt den Newsletter, da muss man die Adresse ja schon haben. Stimmt, aber der Newsletter ist ein Wahnsinnstool, um die Adresse noch zu qualifizieren. Öffnungsraten, Klickraten und so weiter und so fort. Online-Shop, ganz klar, kommen Adressen rein. Auch da werden über Tracking-Informationen Profile angereichert. Der POS, wenn es den einen gibt. Am POS kann man Responsive-Elemente mit einbauen, die dazu führen, dass tatsächlich die Adressdatenbank verbessert wird oder dann halt aufgestockt wird. Callcenter, Reklamationen, Service-Center, alles, was mit dem Telefon zu tun hat, ist tatsächlich ein Customer-Touchpoint, der auf Ihre Adresse, auf das CRM einzahlt. Social Media. Auch im Social Media gibt es genügend Potenzial, das man nutzen kann, um letztendlich Adressen entweder zu holen oder sie zu verbessern. Kundenkarten, Gewinnspiele, Online, Offline, Apps und der Mitarbeiter im Vertrieb, im Außendienst. Nicht zu vernachlässigen. Oft heißt es ja, wir sind im Marketing, was macht denn der Vertrieb so?
diese Schnittstelle zwischen dem Vertrieb und dem Marketing, die ist technisch gesehen nirgends größer als im CRM. Alles, was der Vertrieb mitbringt von einem Kunden, alles, was er an Informationen über den Kunden mitbringt, das oftmals nicht irgendwie belegbar ist, sondern das er im Gefühl hat, muss in ein CRM rein, um bestimmte Neigungen, Aktivitäten, Interessensgebiete dann letztendlich ausspielen zu können, um ihn dann im Dialog vernünftig bedienen zu können. Andersrum, wenn ich weiß, dass einer im Newsletter eine ganz bestimmte Art und Weise hat, bestimmte Elemente ständig anzuklicken, mache ich da ein Interessensgebiet raus und sage dem Vertrieb im Außendienst, Mensch, der klickt im Newsletter ständig dieses technische Element an, sprich ihn doch mal bitte drauf an. Das heißt, das ist eine Wechselwirkung, das ist ein bidirektionaler Weg, in dem der Vertrieb im Außendienst vom CRM profitiert und natürlich auch darauf einspielt. Eine Datenbank gibt es natürlich noch, die ein bisschen anders gestaltet ist, das ist das Warenwirtschaftssystem. In der Regel ist ein Warenwirtschaftssystem natürlich die Master-Datenbank für alle relevanten Daten, Umsätze und so weiter und so fort. Und auch da liegen Adressdaten ab. Auch da liegen Adressdaten ab und Profilinformationen, die durchaus benötigt werden, um vernünftiges Customer Relationship Management zu machen. Ich sage nur mal ein Beispiel. Sie haben keinen Online-Shop und Sie wollen aber pro Abonnent so ein bisschen wissen, wie er in meinem Unternehmen denn aufgestellt sind in Hinsicht einer A, B, C-Kategorisierung oder Klassifizierung. Dann hole ich mir diese Informationen aus dem Warenwirtschaftssystem. Ist ein guter Kunde, weil er viel Umsatz macht, ist ein mittlerer Kunde oder ist ein schlechter Kunde. Das heißt, auch das Warenwirtschaftssystem trägt unwahrscheinlich dazu bei, entsprechend ins CRM einzuzahlen. Diese Art und Weise, und es ist mit Sicherheit noch nicht vollständig, also das sind jetzt 10 Stück, glaube ich, und da kommen wir locker auf 15 von diesen Customer Touchpoints, die Sie mit Sicherheit haben, die in ein CRM letztendlich ihre Informationen einspeisen müssen. Das, was ich jetzt zeige, ist völlig unabhängig von der Einteilung, die ich vorhin hatte, Marketing, Vertrieb und Betriebswirtschaft. Weil irgendwann müssen Sie für sich entscheiden, das hier ist meine zentrale Datenbank. Wenn sich irgendwas an der Adresse ändert, muss es dieses System erfahren. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Sie haben eine zentrale Datenbank, in der ist nicht nur abgelegt, dass Sie Werbung im E-Mail-Kanal machen dürfen, sondern Sie haben auch abgelegt, dass Sie unterschiedliche Permissions für unterschiedliche Kanäle haben. Die Kanal-Permission. Also er hat eine Permission für den Newsletter, er hat eine Permission für den Print und man darf ihn anrufen. Jetzt meldet sich der entsprechende Abonnent im Newsletter ab und Sie kriegen es in der zentralen Datenbank nicht mit. Dann bricht Ihnen der Kanal weg, obwohl Sie ihn auf anderen Kanälen bedienen dürften. Das heißt, diese Informationen müssen alle irgendwo zentral gesammelt werden, um sie nachher auch wieder ausspielen zu können. Aus der zentralen Datenbank, die ich jetzt gerade angezeigt habe, die alle Informationen bekommen, können Sie bestimmte Profile aufgrund von den Inhalten bilden, die Sie jetzt nicht extra über irgendwelche Filter schaffen müssen, sondern das sind Profile, die sich aufgrund von bestimmten, ja, sag mal, von einem bestimmten Status des Abonnenten Ihnen gegenüber, des Adressdatums Ihnen gegenüber ergeben. Es ist so, dass das Profil eingeteilt werden kann in vier Elemente und ein Element ist das gewählte Interessen. Unter gewählte Interessen versteht man, man hat Checkboxen im Newsletter-Abonnement und sagt, ich habe Interesse für Mode, ich habe Interesse für Schuhe und ich habe Interesse für Brill. Dann gibt es eine andere Information über das Callcenter, der am Callcenter sagt, ja, ich habe Geburtstag an dem und dem Tag. Das sind alles also Informationen, die der jeweilige, die Person, das ist der Interessent oder der Kunde, freiwillig von sich abgibt. Alles wird dann freiwillig von ihm zur Verfügung gestellt und er verlangt natürlich davon, wenn ich sage, ich habe Interesse für, ja, sagen wir mal, Brillen, dass ich auch irgendwann mal über Brillen informiert werde. Diese freiwillig abgegebenen Merkmale und Attribute nennen wir gewählte Interessen. Was es jetzt dazu gibt, sind natürlich die gelebten Interessen. Gelebte Interessen kommen daher, wie verhält sich denn der jeweilige Abonnent oder der Kunde mit meinen Marketinginformationen?
Im Newsletter ist es relativ einfach. Öffnungsraten, Klickraten, Responsive, Conversion Rate und so weiter und so fort. Alles Informationen, die er nicht freiwillig von sich abgibt, aber die er abgibt, weil er sich so verhält. Und all diese Informationen gehören ins CRM. Ich muss wissen, ob er im Newsletter, ob er den überhaupt aufmacht. Ich muss wissen, ob er dafür eine Affinität hat. Ich muss wissen, ob er den Newsletter auf einem Desktop aufmacht oder auf einem Smartphone und so weiter und so fort. Das sind alles Informationen, die er freiwillig nicht abgibt, die aber durch sein Verhalten entsprechend zur Verfügung stellt. Dem Ganzen kann man dann noch eins draufsetzen. Jetzt habe ich die gewählten Interessen. Ich habe die gelebten Interessen. Ich nehme dann jetzt aus den ganzen einzelnen Bausteinen noch bestimmte Algorithmen, Werte, Scoring-Werte, was auch immer, und habe dann noch berechnete Interessen. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, ABC-Kunde wäre das einfachste Scoring-Modell. ABC-Kunde wird berechnet nach Höhe des Umsatzes pro Jahr. Das kann natürlich aber auch ganz andere Stilblüten treiben, dass man berechnete Interessen nicht nach Umsatz macht, sondern dass man berechnete Interessen danach macht, was für ein Potenzial dieser Interessent eventuell hat, aufgrund seiner Verhaltensweise und seiner freiwillig abgegebenen Interessen. Das sind berechnete Interessen, meistens, ja, sagen wir mal, unter dem Schlagwort Scoring oder Scoring und Data Mining dann abgelegt, die stecken natürlich auch in einer vernünftigen CRM-Datenbank. Und wenn ich diese ganzen Informationen habe, wie er sich letztendlich verhält im Newsletter, im Web, im Onlineshop, am POS, dann schaffe ich es auch zu beurteilen, auf welchem Kanal er wohl am ehesten meine Informationen liest. Wenn ich merke, dass er noch nie mit einem Smartphone geöffnet hat und dass er noch nie ein Tablet in der Hand hatte, weil er da auch noch nie geöffnet hat, dann wird es wahrscheinlich nicht sinnvoll sein, dem Informationen über mobile Strategien angedeihen zu lassen. Wenn ich merke, dass er überhaupt nicht online affin ist, dann muss ich für mich entscheiden, dem brauche ich online gar nichts zukommen lassen, das muss ich per Print machen. Und wenn ich feststelle, dass auf Print in bestimmten Responsive-Elementen auch keine Antwort kommt, scheint es wohl so zu sein, dass er nur auf Telefon reagiert oder dann halt auf gar nichts mehr. Aber das sind die zusätzlichen Informationen, die Sie haben, die wir jetzt Kanalinteressen nennen. Jetzt ist es so, jetzt sind Sie mal an diese ganzen Informationen rangekommen. Gute Informationen sind schwer zu bekommen, noch schwerer ist es, mit ihnen etwas anzufangen, ist ja logisch. Jetzt habe ich die ganzen Informationen in der Datenbank, was mache ich damit? Und jetzt kommt natürlich genau das, was das Marketing-CRM natürlich dann auch zur Verfügung stellt. Ich schaffe es aus der Datenbank, diese einzelnen Kanäle auch entsprechend mit den jeweiligen Abonnenten und Interessenten und Kunden eventuell zu bedienen. Das heißt, ich schaffe es, die Zielgruppen so zu clustern, so einzuteilen, dass sie in den richtigen Kanälen dann auch mit den richtigen Informationen bedient wird. Wie das dann aussieht, möchte ich noch in 4 kurzen Beispielen dann zeigen. Die gewählten Interessen, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, Checkboxen, gebe ich freiwillig ab, Damenmode, Herrenmode, Kindermode und so weiter. Das sind alles Interessen, die in der Datenbank abliegen und die man dann entsprechend auslesen kann. Das kennen Sie, das ist jetzt auch kein großes Hexenwerk, das ist jetzt hier für Adler gemacht. Alle pinken Bereiche, die wir hier sehen, werden über die Datenbank dynamisch ausgelesen. Also hier kommen dann, wenn ich für Damenmode Interesse zeige, Damenmodebilder rein. Wenn hier Herrenmode angeklickt ist, kommen Herrenmodebilder rein. Wenn Kindermode drin ist und ich Kindermode brauche, kommen da Kindermodebilder rein. Das sind ganz normale Individualisierungsebenen in der Newsletter-Kommunikation, die über die Datenbank entsprechend gesteuert werden kann. Gelebte Interessen funktioniert ähnlich, nur habe ich die Informationen nicht freiwillig abgegeben, sondern die habe ich mir mehr oder weniger selber gegeben, ohne es zu wissen. Ich habe einen Newsletter von Unfesto, er klickt auf einen bestimmten Link, dann klickt er noch auf das Bild und er klickt dann auch zusätzlich auf eine Zusatzinformation eines Content-Blogs. Das Ganze fließt in eine Datenbank. In der Datenbank wird es ausgelesen. Wenn er das öfters macht oder wenn er das zu oft macht, wird er automatisch ein Interessensgebiet raus. Das Ganze wird dann in ein Reporting überführt und anhand dieses Reportings und anhand der Einteilung, wie stark letztendlich das Interesse auf einem bestimmten Gebiet ist,
werden die dann auch entsprechend ausgelesen. Das funktioniert dann ähnlich wie bei den gewählten Interessen, nur dass diese Interessen mehr oder weniger suggestiv und so unterschwellig dann eingespielt werden aufgrund des Verhaltens. Berechnete Interessen funktioniert auch ähnlich. Ich habe nachher die Scoring-Werte, ich habe nachher die Werte, die letztendlich nichts anderes sind als Merkmale oder Attribute eines Abonnenten oder eines Kunden. Aber was da noch dazu kommt, ist, wenn ich ein vernünftiges Scoring-Modell habe, dass ich auch noch sagen kann, wenn er für was Interesse hat und dann aber noch ein weiteres parallel dazu hat, dann schaffe ich es, über Scoring-Modelle herauszukriegen, welches von diesen beiden Interessensgebiete wohl das Wichtigere von beiden ist. Ich schaffe es tatsächlich anhand von den Verhaltensweisen, von den Klickmustern, von den Kaufverhalten und so weiter herauszufinden, wenn zweimal abgegeben worden ist, Technik und Mode, dass ich herausfinden kann, welches dieser beiden Interessensgebiete wohl das Wichtigere ist. Und dann schaffe ich es, nicht nur den richtigen Inhalt zu platzieren, sondern auch das, was wichtiger ist, stärker zu betonen, beziehungsweise die richtige Reihenfolge letztendlich zu platzieren. Und abschließend dann noch die Kanalinteressen. Erstmal hole ich mir die Informationen über eine Kampagne, das ist jetzt jeden Tag ein neues Gericht von Netto, das wird gespielt über die verschiedenen Bereiche, Website, Blog und so weiter und so fort. Und da ist natürlich so, dass bis auf bei dem Katalog, wo kein Responsive-Element drin ist, überall natürlich ausgelesen werden kann, ob sich jemand dafür interessiert oder nicht. Das fließt alles in die Datenbank ein. Und dann will ich natürlich auf einem bestimmten Kanal eine bestimmte Information liefern. Zum Beispiel möchte ich über eine App einen Film platzieren, in dem das Gericht, das hier angepriesen ist, auch gekocht wird von einem Koch. Und dann nehme ich natürlich für die App nur die raus, von denen ich weiß, dass sie auch Smartphones benutzen. Das heißt, ich kann dann ganz gezielt eine Zielgruppe bilden und sage, ich möchte jetzt meine Smartphone-Benutzer haben. Wenn das viel genug sind, mache ich dann eine extra App, spiele sie ein und kann die Informationen entsprechend platzieren. Wenn ich feststelle aus dem Reporting, dass es nur unter 3, 4, 5% Smartphone-Nutzer dran sind, kann ich das Geld auch sinnvoller einsetzen. Das heißt, mehr oder weniger als Quintessenz, ich habe eine zentrale Datenbank, ich habe die 4 Interessensgebiete, die sich daraus ergeben, aus Dingen, die Sie jetzt nicht neu berechnen müssen, sondern die ergeben sich aus vernünftigen Tracking-Informationen, aus vernünftigen Dialogstrecken. Und was ich letztendlich machen möchte, ist, im richtigen Kanal die richtigen Inhalte an die richtigen Personen zu platzieren. Das ist die Quintessenz. Ich habe Ihnen jetzt noch versprochen, die Geschichte von vorhin weitererzählen. Wir haben die Zebras, nur damit die Geschichte noch vollendet ist. Wir haben den Leopard, der ganz genau weiß, was er jetzt zu tun hat. Er sieht die Zebras anders wie wir, in entsprechendem Couleur und holt sich dann die Beute raus, von der er am sichersten ist, dass er sie auch kriegt. Und wenn er es dann schafft, dann schmeckt es ihm auch. Das war's.